Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um das Thema Geduld, geduldig sein. Und vielleicht hast ja du da auch ein Problem damit, dass dich andere nerven, die vielleicht nicht denselben Rhythmus haben wie du, ja, oder dass Dinge sich nicht so fügen, wie du es dir vorstellst, oder dass du selber vielleicht Dinge eher aufschiebst und noch nicht so erledigt hast, wie es für dich deiner Meinung nach besser wäre. Und das ist ja von der Energie her ganz interessant, weil wenn man jetzt einmal sagt, okay, wir haben unterschiedliche Zeitrhythmen und unterschiedliche Erledigungsrhythmen und Ärger geht ja eigentlich immer auf das Grundprinzip zurück. Also man kann ja, wenn ich mich ärgere über etwas oder über eine Situation auch, geht es ja eigentlich auf das Prinzip zurück, warum bist du nicht mehr wie ich? Das ist immer so ein Vergleich mit außen. Also warum bist du nicht mehr wie ich? Und das ärgert mich dann. Ja? Und auf das kann man diesen Ärger dann auch zurückführen und damit auch den Stress und vielleicht auch ein bisschen dieses Ungeduldigsein. Und wenn wir jetzt mit Geduld anfangen, das braucht man natürlich manchmal auch, um meditieren zu können, weil wenn ich sehr im Tun bin und sehr viel zu erledigen habe, dann habe ich ja oft auch gar nicht so diese Nerven, mich hinzusetzen und richtig fallen zu lassen. Und deshalb ist natürlich Geduld auch etwas, was für die spirituelle Praxis auch hilfreich ist. Aber natürlich auch im Alltag mit Kolleginnen, Kollegen, Partnern, Partnerinnen und natürlich auch Kindern. Da habe ich ja auch öfter Erfahrungen von Eltern, die dann immer sagen, okay, wieso tun die nicht weiter? Okay, gut. Wie stabilisieren wir jetzt einmal Geduld oder wie aktivieren wir mal diese Frequenz Geduld? Und da lade ich dich gleich mal ein, dass du die Augen schließt und einfach mal tief einatmest. Und wieder aus. Und ein. Und wieder aus und nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge. Und egal, wie viel Anspannung dein Tag oder deine Woche bis jetzt gebracht hat, du erlaubst dir jetzt, in die Ruhe in deine Mitte zu kommen. Ich komme jetzt in meine Ruhe in meine Mitte. Und du atmest nochmal tief ein. Und wieder aus. Und es dürfen sich jetzt zuerst mal im Kopfbereich Anspannungen lösen. Und zwar in deinem Hals- und Nackenbereich. Eine kühle, hellgrüne Energie fließt über deinen Nacken und es ist fast so, als würde so dein Atlas, also dort, wo die Wirbelsäule in deinen Schädel tritt, massiert werden von dieser hellgrünen, leichten Energie. Deine Halswirbelsäule wird leicht gestreckt, ganz angenehm gestreckt und du erlaubst deinem Kopf, dass er vielleicht leichte Bewegungen mitmacht. Du kannst dir vorstellen, dass du wie bei einer energetischen Massage bist. Also wenn sich dein Kopf von selbst bewegen will, vielleicht in eine Streckung geht, oder das Kinn mal zur Brust fällt oder mal zurückgeht, dann erlaube deinem Kopf diese Bewegungen ganz sanft
durchzuführen, so wie es für dich angenehm ist. Also du erlaubst deinem Kopf einfach, sich zu bewegen. Und wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch ein bisschen unterstützen, indem du deine Hände so in den Nacken legst und ein bisschen deine Hände auch noch hernimmst, um sanft deinen Kopf zu bewegen, um diese Energie noch zu verstärken. Es geht jetzt um Entspannung. Und du spürst jetzt, wie ein Kanal von deinem Schädel bis runter zu deinem Becken, zu deiner Hüfte geöffnet wird, die Wirbelsäule entlang, und zwar zuerst auf deiner rechten Seite. Also diese hellgrüne Energie fließt von deiner Halswirbelsäule über deine Brust, den Bauchraum, ins Becken und fließt dort in die Erde ab. Und spür mal diesen Fluss. Und auf deiner linken Seite, im linken Seite des Rückens, öffnet sich jetzt ein weiterer Kanal, der von deinem Hals langsam sich öffnet über die Schulterpartie, sämtliche Verspannungen löst, deine Herzgegend, Brustraum, in den Bauchraum hinein. Bis hin zum Solarplexus, in deine Hüfte und von deiner Hüfte in die Erde. Und es sind jetzt zwei Energiebahnen offen und vielleicht spürst du, dass die eine Energiebahn eher eine frischere, grünere, kühlere Farbe hat. Und die zweite eine wärmere Farbe, vielleicht orange. Und diese beiden Energiebahnen erlauben jetzt einen stetigen Abfluss von Überspannung, von Unruhe und Ungeduld aus deinem Kopfraum, aus deinem Bewusstsein direkt in die Erde hinein. Und du kannst jetzt mal tief einatmen und wieder ausatmen und lässt diese Energie etwas fließen. Um diesen Heilungsfluss zu unterstützen, kommt jetzt noch eine weitere Frequenz dazu. Und das ist die Frequenz der Großzügigkeit. Und diese Frequenz der Großzügigkeit fließt jetzt in dein Chakrensystem ein. Also dort, wo dieser Kanal über die Wirbelsäule etabliert wurde, mit diesen zwei Polen, da bilden sich jetzt Energiebahnen an deinem Körper entlang und das sind so deine Hauptchakren und die werden jetzt
mit Großzügigkeit, energetisiert und gereinigt dein Kronenchakra, ganz oben am Kopf dein Stirnchakra, dein Halschakra, dein Herzchakra, dein Solarplexus, dein Nabelchakra und auch das Wurzelchakra werden jetzt von dieser Energie Großzügigkeit durchflutet. Und spüre, wie deine energetischen Zentren eines nach dem anderen geöffnet und gereinigt wird und wie du weiter wirst und offener. Und in dieser Weite und Weichheit ist es nun möglich, darum zu bitten, dass sich dein Körper und dein Energiefeld optimal synchronisieren. Wie zwei Uhren, die vielleicht einen unterschiedlichen Rhythmus haben. Oder unterschiedlich große Ziffernblätter. Oder eine Digitaluhr und eine klassische Uhr mit Zeigern. Und da synchronisiert sich jetzt genau der Zeitpunkt, sodass auch wenn die Frequenzen unterschiedlich sind, sie in einer absoluten Harmonie miteinander existieren. Damit löst sich Stress und Anspannung aus deinem Körper noch mehr. Erschöpfte Energie darf jetzt dein System verlassen. Und diese alte, erschöpfte Energie ist die Energie der Hoffnungslosigkeit, der Ausweglosigkeit, des gestauten, aufgestauten Grolls und Ärgers. Und du spürst, wie sich diese Anspannungen lösen, wie diese Frequenzen freier werden. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du nun immer mehr und mehr bereit bist, Geduld in dein Leben einfließen zu lassen, Geduld zu spüren. Und vielleicht hast du noch nie Geduld gelernt, vielleicht hattest du ungeduldige Eltern, vielleicht war schon ein hoher Stresspegel in deiner Herkunftsfamilie. Vielleicht lebst du in einem sehr stressigen, chaotischen Umfeld. Und während du so in deiner Mitte bist, wird dir natürlich bewusst, wie der Rhythmus vor deiner Türe ist, wie der Rhythmus der Gesellschaft ist, der Zeitgeist auch ist. Aber du spürst, dass dieser ganze Rhythmus, diese ganze Anspannung eine gewählte, freiwillige Frequenz ist.
Und du kommst nun in die Energie deiner inneren Schöpferin, deines inneren Schöpfers. Und du spürst, dass du bestimmen kannst, entweder Teil des Kuddelmuddels im Außen zu sein, Teil des Tohuwabohus zu sein, oder für dich klar zu entscheiden: Ich lebe Geduld. Und jegliche Frequenzen, die meiner inneren Geduldigkeit widersprechen, dürfen sich jetzt aus meinem System lösen. Und du spürst jetzt mal, wie sich das bei dir anfühlt, für dich selbstbestimmt und klar. In deiner Stabilität, in deiner Stärke zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt eventuell für dich alleine zu sein und das Außen fließt an dir vorbei, dann spüre auch, dass dieses Alleine sein, dieses für dich sein, seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Zeit hat. Und dass du darauf vertrauen kannst, dass auch ganz andere Zeiten wieder kommen können. Und du atmest völlig ruhig und entspannt ein. Und vielleicht spürst du auch ein leichtes Lächeln in dir aufsteigen, eine tiefe Zufriedenheit. Und in diese Leichtigkeit und Freude mischt sich die Erkenntnis, dass jegliche Anstrengung, nach außen zu gehen, im Außen irgendetwas zu bewegen, vergeblich waren, weil schon alles in dir vorhanden ist. Und du spürst nun, wie sich dein Leben entfaltet und wie du ein tiefes Vertrauen in deine Grundlebensenergie gewinnst. Es gibt kein zu früh und kein zu spät. Es gibt nur diesen Zeitpunkt, diesen richtigen Zeitpunkt. Fühle jetzt nach, und lass diese Energien in dich einfließen. Lass die Zufriedenheit aufsteigen, während die Lebensenergie in dich einfließt. Du spürst jetzt, dass die Frequenz, die du vorher abfließen hast lassen von deinem Kopf,
nun gereinigt, aus der Erde rauskommend über deine Beine, an der Innenseite deiner Beine hochsteigt, in einem weißen, strahlenden Licht des Neubeginns. Und diese Energie berührt jetzt dein Wurzelchakra, aktiviert dein Wurzelchakra, aktiviert dein Nabelchakra, deinen Solarplexus, während die Energie die Wirbelsäule entlang aufsteigt, aktiviert dein Herz, deinen Hals, dein drittes Auge, und dein Kronenchakra. Und über dein Kronenchakra hinaus fließt jetzt diese weiße, lebendige Energie und verbindet dich mit deinem höheren Selbst, deiner inneren Weisheit, deiner höchstmöglichen Frequenz. Und du spürst die Leichtigkeit und die Inspiration dieser Quelle. Und du spürst, dass du nun bereit bist, eine tiefe Geduldigkeit, eine tiefe Zufriedenheit in deinem Leben zu entfalten und auch zu leben. Fühl noch mal nach. Spür den Abfluss und den Zufluss in deinem Körper. Und spüre, dass du klarer, bewusster und natürlich viel, viel geduldiger bist. Dies ist dein Leben, dies ist deine Zeit, dies ist dein Raum, dies ist dein ureigener Rhythmus. Und dieser Rhythmus klingt in Harmonie mit unzähligen anderen Rhythmen hier auf der Erde. Bedanke dich für diese Erfahrung. Bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Beweg in deinem Tempo ganz sanft deinen Körper. Und spüre, wie du zufriedener, offener und klarer und viel geduldiger in dein Alltagsbewusstsein zurückkehrst. Du spürst deine Beine nochmal. Spürst sie wieder, bewegst deine Beine,
Bewegst deine Arme und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen. Du kannst diese Reise natürlich wiederholen. Spür einfach die Energie noch nach. Das war eine sehr intensive Reise. Und wenn dir diese Meditation gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.